Essen geht. Willkommen zum Video. Wir werden uns jetzt erstmal kräftig stärken und danach geht's ab in die Bunga. Also, bis gleich. Köstlich. So Leute, wie versprochen geht's jetzt los. Wir starten jetzt hier in Schweden, um uns hier mal wieder ein paar Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg anzuschauen, beziehungsweise Stellungen, die errichtet wurden. Und was wir so finden und was wir euch dazu erzählen können, das seht ihr in diesem Video. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Und zwar ist das hier eine Stellung von den Schweden, die wieder im Zeitraum 1940 errichtet wurden, als die Deutschen Norwegen eingenommen haben und immer weiter vorgerückt sind und es praktisch eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis die Deutschen halt auch nach Schweden rüberkommen. Das hat dann nicht stattgefunden, aber es gab explizit Pläne. Und ihr hört es schon, diese Stellung. Es gibt praktisch jetzt hier einen nördlichen Teil, wo wir uns befinden, und einen südlichen Teil, der ist gegenüber von dem See. Da müssen wir auch gleich mal schauen, ob wir da rüberkommen. Und das sind diese typischen Befestigungen, die man an den Grenzen zu Norwegen halt errichtet hat, um die Deutschen aufzuhalten. Wir haben jetzt hier in dem nördlichen Abschnitt, da werden wir gleich gucken. Hier gibt es schon einzelne Sachen, die ihr hier sehen könnt. 13 verschiedene einzelne Schützenstellungen, Bunker etc., Verteidigungsstellungen. Und hier drüben auf der südlichen Seite geht es auch nochmal weiter. Und hier hat man praktisch weiter unten eine bewegliche Straßensperre errichtet. Das hat man jetzt aber schon abgenommen. Dann können wir euch gleich noch den Rest zeigen. Und dann ging hier praktisch eine Panzersperre aus solchen natürlichen Findlingen hier rüber zum See. Der See an sich war ja natürlich die natürliche Barriere, die man hier gut mit nutzen konnte. Das hat immer hier sehr gut funktioniert, dass man viele oder wenig Punkte wirklich fester sichern musste. Weil natürlich solche Sachen wie der See nicht so einfach, vor allen Dingen mit schweren Gerät, Infanterie, klar, mit Boden etc., aber nicht mit schweren Gerät hätte so einfach jetzt überschreiten können. Okay, gucken wir uns jetzt hier mal das Einzelne an. Man hat hier auf jeden Fall eine offene Stellung. Hier kann sein, dass hier Geschütze standen, also es ist auf jeden Fall beschrieben, dass hier mindestens zwei Geschütze standen. Entweder solche regulären Panzerabwehrkanonen, so dieser Typ 36 könnte das gewesen sein, oder diese Bofors, je nachdem, was man halt zur Verfügung hatte. Und dann konnte man nämlich gut mit der Stellung hier drüben koagieren und das entsprechend sichern. Alles klar, wir gucken uns jetzt die einzelnen Sachen an und schauen, was es da so gibt. Also wir haben jetzt hier schon die erste befestigte Stellung, also betonierte Stellung. Das heißt, das wird jetzt höchstwahrscheinlich für die Mannschafter sein. Entweder einfach nur die Unterkunft oder auch schon direkt mit Schaden. Das werden wir uns jetzt einfach mal angucken. Die Maschinengewehrstellung. Also was hier zu dieser Anlage beschrieben war, und das ist halt einer dieser Bunker, es gab jetzt hier auf der nördlichen Seite vier Maschinengewehrstellungen und das hier ist eine davon. Man sieht halt hier auch direkt zwei Maschinengewehrstellungen. Hier habt ihr jeweils das Podest dafür. Hier waren in der Regel auch nochmal solche Einlegeböden drin. Und dann war das Maschinengewehr hier oben befestigt. Hier hat man auch wieder diese Klappen zum Schieben. Das funktioniert aber. So, so wollte man natürlich, weil hier drin gab es ja auch immer mal Licht. Und damit man sich nicht verrät, wurden diese Sachen dann auch hier geschlossen. Dann sieht man hier jetzt mal ganz gut, weil sonst hat man ja immer hier nur den reinen Beton, das war ja aber nicht so gewesen. Einfach auch aufgrund der Dämmung, damit die Soldaten das hier natürlich auch bei Wind und Wetter, bei Kälte aushalten konnten, gab es dann hier entsprechende Dämmung. Hier hat man das jetzt nochmal nachträglich angebracht, damit man sieht, wie das ausgesehen hat.
Hier ist praktisch so eine Holzverschalung. Hier überall. Hier sieht man sogar auch, da hat man hier Stroh dahinter gepackt. Also ordentlich gedämmt. Weil vermutlich viele denken, dass die Bunker nur hier den reinen Beton hatten. Aber so war es nicht. Das haben sich die Soldaten dann schon immer aufbereitet, damit man hier auch ohne Kampfphase hier irgendwie überleben konnte auch. Hier Haken, hier konnte man Kleider, Koppel und so weiter befestigen. Hier unten hat man wahrscheinlich MG-Gurte bzw. Munition, könnte ich mir vorstellen, hier gelagert oder andere Verbrauchsgüter. Ja, und hier, wie gesagt, gab es halt zwei. War jetzt hier so ein Doppel-MG-Bunker. Und jetzt konnte man hier praktisch, wenn man jetzt hier rausschaut, Richtung See schauen. Hier gab es zum Beispiel auch noch eine Klappe, das könnt ihr euch mal angucken. Das ist hier wahrscheinlich wieder für die Nahverteidigung, falls jemand einen Feind geschafft hat, hier hochzukommen. Konnte man hier schauen, hier seht ihr auch, ich gehe mal weg. Da ist jetzt die Tür aufgeklappt, die Bunkertür. Und hier konnte man schauen, wer hier ist und hier entsprechend auch Nahverteidigung durchführen. Hier ist auch die Tür. Und hier, Tür, vielleicht ist hier wie ein Kamin gewesen. Ja, hier ist auch nochmal eine Klappe, also eine zweite Verteidigungsoption. Auch hier kann man diese Klappe noch bewegen, das ist auch mal außergewöhnlich. Das hat man auf jeden Fall sehr gut erhalten, finde ich. Dann hier, ich weiß nicht, was man jetzt hier gemacht hat, das kann natürlich sein, dass man hier Holz gelagert hat. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Das sieht mir irgendwie fast aus wie für so einen Kamin, dass man hier Holz gelagert hat. Aber es gab in vielen Einrichtungen auch so kleine Öfen. Aber ich sehe jetzt hier keinen Abzug, ehrlich gesagt. Hier geht zwar ein Loch nach oben. Es kann natürlich auch sein, dass das hier die Feuer... aber da bin ich jetzt gerade überfragt. Also man hat hier so eine Art Abzug nach oben. Es kann aber auch eine andere... Also wer das hier weiß... was hier in diesem Karree gelagert oder gemacht wurde. Wir können das gerne mal reinschreiben. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber es ist sehr interessant. Ja, und hier hat man halt die obligatorische Panzertür, Bunkertür aus massivem Stahl, die man hier zumachen konnte, dann um sich entsprechend zu schützen. Okay. So, jetzt sehen wir hier praktisch nochmal, wo wir gerade drin waren, die geschlossene Befestigung der Bunker für zwei Maschinengewehre. Wir sehen können, das fügt sich hier eigentlich auch ganz gut hier in den Fels ein und würde hier unten halt, wie gesagt, Bäume müsst ihr euch immer wegdenken. Das gab es früher dann nicht, dass man natürlich hier freies Schussfeld hatte nach unten. Ja, und hier hat man hier obligatorische Verankerungen für eine zusätzliche Abtarnung in Form von Netzen etc. Und vielleicht gab es hier auch nochmal Klappen irgendwie von außen. Das ist auch immer sehr oft gewesen, die man hier auch nochmal auf und zu machen konnte. So, er hat jetzt gesagt, es gab ja vier Maschinengewehrstellungen. Das waren die befestigten bzw. die verbunkerten Maschinengewehre. Und dann gab es auch hier offene. Hier hat man praktisch nur eine Klappe gehabt, habt hier trotzdem noch einen gewissen Schutz und dann hat man hier das Maschinengewehr halt entsprechend aufgebaut gehabt und die Soldaten hatten trotzdem halt noch einen entsprechenden Schutz und konnten halt nicht direkt getroffen werden. Und hier seht ihr auch nochmal, hier geht's zum See. Ja, gut, schauen wir uns einfach mal die nächsten Sachen an. Ja, hier haben sie dann praktisch eine Unterkunft für das Personal scheinbar reingemacht. Reingearbeitet hier in den Fels, weil ihr seht ja, das ist ja hier alles irgendwie in den Felsen rein. Aber leider ist das hier für uns tabu. Wir können hier nicht reinschauen. Nee, keine Möglichkeit hier unten. Ja, hat schon mal jemand versucht, das zu knacken. Aber hier wird irgendwas drin sein. Gesichert sein. Hier hat man... praktisch eine Durchsicht und hier wieder eine doppelte, also hier ist eine geteilte
Stahltür eingebaut. Ja. So, hier kommen wir jetzt zu so einer Garage. Das ist hier wieder für die kleinen Panzerabwehrkanonen. Hier steht sogar noch ein Schild dran. Wir können es mal sehen. Hier haben sie mittlerweile ein bisschen Material hinterlegt, damit man die Anlage noch ein bisschen fit hält, damit man überhaupt noch was sieht. Das finde ich ganz in Ordnung. Und wenn ihr das jetzt von dem Platz hier sehen könnt, ich würde euch das gerne mal zeigen. Melanie, kannst du mich hier mal eben kurz aufnehmen? So, dass er jetzt einfach mal eine Größenvorstellung hat. Also mehr Platz ist auch hier schon nicht mehr. Hier hat man praktisch diese kleinen Panzerabwehrkanonen derweile gesichert, damit die nicht die ganze Zeit draußen bei Wind und Wetter standen. Und es sind halt nur diese kleinen Warforce Pack, diese 37mm Kanone, also eine relativ kleine Pack. Oder gegebenenfalls, wenn es schon erbeutet wurde, eine Pack 36 von den Deutschen, sowas hat man hier praktisch gelagert. Und hier konnte die Mannschaft das immer aus dieser Garage rausziehen in die Stellung. Ja. Jo Leute, jetzt sind wir hier in dem Bereich eines Unterschlupfs, einer Stellung, die für Volltreffer gesichert ist. Aus dem Grund, weil das hier komplett aus Stahlbeton ist. Also hier konnten die Soldaten sich praktisch zurückziehen. Hier ist der Ruheort gewesen, der Mannschaftsbunker so gesehen. Und wenn man jetzt hier mal reinschwenkt, sieht man auch, was hier alles im Einzelnen steht. Ihr könnt es nämlich hier sehen. Wir haben hier Betten. Das haben sie jetzt hier auch schon mal wieder erneuert, weil das ist nicht mehr das Ursprungsholz, aber hier die Betten, das wird genauso ausgesehen haben. Hier sind einige Mann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mann hier auf der Seite. Gut, hier wird auch wieder mit Holz das Ganze gesichert worden sein. Das ist jetzt hier, man sieht es ja hier in anderen Sachen. Hier sind ja verschiedenste Bohrungen. Auch hier hat man wieder dieses, hier ist jetzt mal ein Rohr zu sehen. Ja, also entweder ist das irgendwas für Ofen. Man kann auch hier, kann man noch erkennen, hier gibt es noch eine Tafel, aber das scheint, was kann das sein, das sieht fast aus wie so eine, da müsste man jetzt mal die einzelnen Sachen übersetzen, um das jetzt sagen zu können, was das jetzt hier für eine Tafel ist. So, wir haben das mal eben kurz ein bisschen nachgeprüft. Das wird hier eine Inventarliste sein, was hier mit in diesem Bunker drin gewesen ist als Ausstattung. Weil das hier Spat oder Spat, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ist der Spaten, scheinbar 4 Stück. Und Yxa ist die Axt, 2 Stück. Und so zieht sich das hier weiter, also die einzelnen Sachen, Filter, höchstwahrscheinlich 24 Stück. Das andere, das muss man jetzt alles im Einzelnen übersetzen, das können wir gerne jetzt mal nachschauen. Wir halten die Kamera jetzt hier nochmal drauf, da könnt ihr sehen, was das hier im Einzelnen an Inventar in diesem Bunker gewesen ist. Ja, ganz interessant. Gut, dass die das hier nochmal dargestellt haben. Gut, aber höchstwahrscheinlich sind hier, wenn das hier schon 8 Mann sind, da hinten wahrscheinlich noch mehr. Ne? Ja, hier könnt ihr schon erahnen, das ist wie unter Tage. Gibt es wahrscheinlich hier nur so einen Eimer. Entweder, aber hier unten ist, nee, das ist kein Eimer, eine Toilette. Hätte ich jetzt zuerst gedacht, denn hier unten ist noch so ein Hahn dran, wenn ihr das sehen könnt. Hier. Da wird wahrscheinlich Wasser drin gewesen sein. Hier ist irgendwie eine kleine Sickergrube. Hier habt ihr nochmal dieses Rohr. Also entweder ist hier irgendwie ein Ofen gewesen, dass das hier abziehen konnte, weil das hier auch alles dunkel ist. Es kann nur sowas wie ein Ofen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Hier oben war sogar mal ein Kabel verlegt. Ja, und hier war nämlich der Eingang, wo wir nicht rein konnten. Das ist einfach noch ein zweiter Zugang gewesen.
Ja, ist sehr groß, also auch hoch. Ich kann, muss hier leicht gekrümmt stehen. Also vielleicht 1,90 maximal hoch. Ja, mehr ist es nicht. So, hier oben könnt ihr schon was ganz Interessantes sehen. Also praktisch eine betonierte Kuppel, die hier die anderen Stellungen klar überragt. Das ist wirklich sehr interessant, weil ihr könnt es erkennen, das ist wie so ein Dom, so eine Kuppel. Ihr könnt sehen, hier unten sind die anderen Stellungen und er überragt hier alles. Und ihr könnt hier die einzelnen kleinen Scharten erkennen, denn das hier ist eine 360 Grad Maschinengewehrstellung. Also man konnte dann hier in alle Richtungen das oder die Maschinengewehre, ich weiß nicht, wie viele jetzt hier drin gewesen sind, vielleicht findet man noch eine Information dazu. Rundum konnte diese Stellung jetzt wirken und hat hier die absolute Oberhoheit über die restlichen Stellungen. Also wenn hier unten praktisch was überrannt worden wäre, hätte man hier jetzt noch gut mit dieser Stellung wirken können. Ja, es ist offen. Und dann gucken wir uns das Ganze dann einmal von drin an. Hier muss man aber einen großen Sprung fast machen. Zumindest für kleine Leute. Ich muss mir jetzt wieder meinen Kopf einziehen. Ah, ein bisschen erinnert mich hier diese Konstruktion an ein ganz altes Video von uns, wo wir zum ersten Mal in Schweden waren. Da war ein ähnlicher Aufbau innen. Genau, man konnte nämlich eine Leiter hochgehen, so wie hier, und ist jetzt in der Kloppe. Und damals habe ich mir die Frage nämlich gestellt, was hier installiert gewesen ist für ein Waffensystem. Und das ist ein MG gewesen. Ja. Trotz alledem hat man hier auch nicht viel Platz. Wenn man jetzt hier mit diesem MG rangiert hätte, das ausrichten. Hier unten sind wieder so kleine Holzflöcke, die man wahrscheinlich damit benutzt hat. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie auf einer Lafette gestanden hat, was man ziemlich einfach drehen konnte, oder ob die einfach nur so einen Block hatten, wie jetzt in den anderen Bunkern, die man jetzt nur verstellt hat. Das weiß ich jetzt nicht, da müsste man gegebenenfalls mal ein Foto suchen. Ja. Ja. Das ist im Prinzip diese Stellung hier. Und ja, man konnte hier ganz gut wirken, aber hier oben ist es auch zu, da konnte man auch nicht weiter beobachten. Ja, nicht schlecht. Ich würde jetzt nochmal sehen, das wäre jetzt nochmal eine offene Stellung für ein MG, ein Maschinengewehr. Also man hat zwar hier nur vier Maschinengewehre gehabt, aber man hat die Option gehabt, je nachdem, welche Stellung man vielleicht verloren hat oder vielleicht in dem Stellungssystem eine andere Richtung praktisch wirken sollte, konnte man natürlich das MG nehmen und hier eine andere befestigte Stellung dann bemannen und entsprechend auf den Feind wirken. Ähnliche Sachen sehen wir gleich noch, gibt es auch noch für die normalen Schützen, also mit Gewehr. Aber alles halt betoniert, also guten Schutz letztendlich für die Soldaten. Ja, hier seht ihr das jetzt nochmal. Das ist jetzt ausgewiesen für die Standardschützen mit Gewehr bewaffnet. Hier das, die Abdeckung und das Podest sind natürlich neuerer Natur. Aber das gab es damals auch. Hier sieht man noch einen Original-Holzstamm, der hier eingesetzt wurde. Ja, und hier konnten die Soldaten dann halt wirken in die entsprechende Richtung und das Feuer öffnen. Hier gab es natürlich auch noch die Option für die Soldaten für Frischwasser, denn hier ist ein Brunnen angelegt worden. Und höchstwahrscheinlich, da drüben ist ja auch der See, entsprechend gespeist werden. Aber dann bestand hier die Möglichkeit,
dass sich die Soldaten mit Frischwasser versorgen konnten. Ja, man sieht halt überall, ihr habt da nochmal diese Umrandung. Das sind im Prinzip überall Schützenlöcher gewesen, aber man hat sich hier wirklich die Zeit nehmen können, das auch richtig auszubetonieren. Die wurden jetzt alle behelfsmäßig abgedeckt, damit es hier nicht voll Wasser läuft, was es auch trotzdem tut. Aber so sah das hier drin aus. So konnten die Soldaten dann auch hier entsprechend sich aufhalten und waren relativ gut geschützt. Da unten zum Beispiel müsste eine größere Bettung, eine Geschützstellung sein. Und dann kann es sein, dass dann da unten noch eine Garage oder sowas ist, wo man eine Pack rausgefahren hat. Das werden wir uns gleich nochmal angucken. Aber es geht noch hier oben weiter. Hier hat man jetzt so eine Art Barriere geschaffen gehabt, die jetzt schon zum Teil zusammengefallen ist. Also ihr kennt hier auch Draht. Hier ist ein Pin, hier ist Draht auch überall. Um Anstürmen praktisch zu verhindern, hat man jetzt hier diesen Bereich mit einer Barriere halt abgesichert. Hier geht hier überall durch, man muss hier echt aufpassen. Hier ist er überall verlegt. Das ist jetzt nicht der typische Stacheldraht, aber es ist Draht, wo man dann mal eben hängen bleibt hier in dem Gebiet. Ja, er geht hier komplett durch. Ja, um wahrscheinlich zu verhindern, schätze ich mal, um die Stellung zu umgehen, so einfach. Ne? Deshalb hat man dann die äußeren Punkte entsprechend gesichert. Im Prinzip dann scheinbar die rechte Flanke. Man sieht hier auf den ganzen Absätzen, da ist ein Schützenloch, ein betoniertes, hier ist ein Schützenloch. Und da geht es nämlich steil nach unten, außer wäre das jetzt die rechte Flanke gewesen. Hier ist das nächste Schützenloch. Und dann kommt halt da die entsprechende Barriere, die da an der Seite hergeht. Also hat man das dann jetzt hier, diesen Bereich dann so gesichert. Ja, jetzt sind wir hier genau in dieser Bettung drin, die wir vorhin von oben gesehen haben. Und zwar hat man hier mit Naturstein sich hier diese Bettung geschaffen. Hier eine Unterstellmöglichkeit höchstwahrscheinlich für die Granaten. Und hier hatte man eine Möglichkeit, direkt zu feuern in diese Richtung oder wahrscheinlich halt auch praktisch ein Steilfeuer, Haubitzenartmäßig das Feuer zu eröffnen. Hier unten gibt es noch eine erweiterte Befestigung, auch wieder für Schützen. Und hier geht es halt wieder direkt zur Straße runter und zu dem See. Ja, was hier gesichert ist, hier wurde im Prinzip die Munition gelagert und hier hat man jetzt auch noch eine Sicherung vorgenommen gehabt. Seht ihr mal, ein größeres Schützenloch, also hier haben sich da mehrere Soldaten aufhalten können und schießen können, während die kleineren Sachen eher für ein, zwei Mann gewesen sind. Aber hier hatte man die Möglichkeiten, mehrere Soldaten unterzubringen, das Schützenloch. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir auf die südliche Seite noch kommen und uns das noch mal anschauen können, weil wir haben hier komischerweise aber nur einen Punkt auf der Seite gefunden, wo man eine Pack verschieben konnte zu zwei Bereitstellungen. Aber es fehlt im Prinzip die Garage für das zweite Geschütz. Das konnte man jetzt hier nicht finden. Jetzt haben wir die Stellung da oben verlassen. Und jetzt wollte ich euch nochmal hier einen Teil der Panzersperren zeigen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus anderen Videos, die man hier in Form von solchen Findlingen, grob gehauenen Findlingen, platziert hat. Und hier ist dieses System, was ich meinte. Das geht hier weiter mit der mobilen Straßensperre, die man jetzt hier über die Straße ziehen konnten. Auch so ein ähnliches System haben wir euch schon mal gezeigt. Das, was wir hatten, waren in Form von Gleisen, die man da verlegen konnte und dann konnte man Blöcke verschieben. Hier läuft das über irgendwelche Walzen, wahrscheinlich ein Seilzug oder ähnliches. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist das eine mobile Sperre, die hat man jetzt hier komplett weggenommen und die konnte man damals bei Bedarf immer wieder verlegen. So, wie gesagt, jetzt nochmal gucken, ob es jetzt noch was
gibt auf der anderen Seite irgendwie einen Zugang und ob wir da noch was finden können. Tatsächlich geht jetzt hier die Panzersperre auf der anderen Seite der Straße weiter, wie vermutet. Und jetzt gibt es hier auch irgendwie einen kleinen Pfad, aber das sieht mir hier sehr sumpfig aus. Hier ist der See. Oh, das sieht sehr, sehr sumpfig aus. Ob man hier jetzt weiterkommt. Ah, auf jeden Fall gab es hier mal einen Pfad. Hier geht es noch weiter. Ihr hört es an meinen Schritten. Es ist alles sumpfig. So, aber ihr könnt hier erkennen, hier geht es immer noch weiter mit dem Panzersperren. Wir haben hier echt wirklich das Gewässer als natürlichen, als natürliches Hindernis. Und boah, ich habe mich hier gerade erschrocken. Irgendwas war hier drin. Ja, aber muss ich mal gucken. Das ist natürlich auch was für Schlangen wieder hier. So. Aber ja, hier ist, glaube ich, die letzten Findlinge. Ja, es geht hier immer noch weiter. So, wir überqueren hier den Zufluss zu dem Gewässer und nähern uns jetzt tatsächlich. Ja, hier geht's weiter. Es geht tatsächlich weiter. Ja, Wahnsinn. Es ist hier alles dann, wenn der See mal irgendwie ein bisschen mehr Wasser hat, ist das hier auch alles Sumpfgebiet. Ihr könnt das ja hier an den Gräsern erkennen. Oh ja, jetzt gehe ich langsam ein. Leute, ich bin im Sumpfgebiet. Komme ich denn jetzt noch dahin? Ja, hier geht's. Also hier ist alles richtig sumpfig. Wie gesagt, es geht weiter hier hinten. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste es schon wieder trockener werden. Ja. Also sobald ich was gefunden habe, hole ich euch nochmal dazu. So Leute. Ihr könnt es sehen. Ich habe mir jetzt hier eine Anhöhe gesucht. Es geht hier zwar noch ein bisschen höher, aber ich kann von hier aus relativ gut so das Gelände umblicken. Und ich habe jetzt ad hoc nichts gesehen, was jetzt darauf hinweisen lässt, dass jetzt hier irgendwo vielleicht ein Bunker oder sowas ist. Also hier unten könnt ihr noch erkennen, die Panzersperre geht bis hier vor. So, und hier habe ich jetzt so ein bisschen grob abgesucht. Da ist aber nichts, aber wie gesagt, wenn es dann nicht mehr bewirtschaftet wird, dann wächst das Moos hier auch. Wenn es sich jetzt nur um Schützenlöcher gehandelt hat, dann wird man das eh nicht mehr finden. Hier haben wir eine kleine Schneise, aber ich konnte jetzt nichts erkennen, was so ein bisschen aussieht wie ein Bunker, so wie wir das jetzt da oben auf der anderen Seite gesehen haben. Klare Kanten oder so, vielleicht da oder vielleicht sogar noch da oben, aber das tue ich mir jetzt nicht an, da hoch zu kraxeln. Und wenn, werden das höchstwahrscheinlich ähnliche Konstruktionen dann sein, die wir dann auch fast gar nicht mehr erkennen. Okay, aber nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir konnten euch wieder was Neues zeigen. Wie gesagt, das sind hier die Skans, nennt man das. Die Verteidigungsstellungen der Schweden, die im Zuge des Angriffskrieges der Deutschen 1940 angefangen wurden zu bauen an der norwegischen Grenze, um einen deutschen Vormarsch da in irgendeiner Art und Weise aufzuhalten.
ja, wir werden jetzt weiterziehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!